Ja, das Backen kann ich jetzt auch vergessen. Ich brauche jetzt erst mal einen frischen Apfel. Gehen wir an Bodensee. Der Kanton Thurgau ist eines der grössten Apfelanbaugebiete in der Schweiz. Eine Reihe, zweite, dann kommt schon die nächste aus Gelbus hingern. Irgendwo sollte sich der Stefan verstecken. Wo ist der Stefan? Ich muss sagen, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin im Labyrinth. Stefan! Nein, auch noch nicht. Da hinten sehe ich etwas. Schauen wir mal da hinten. Beim Obstbau Stefan zu Egnach wachsen rund 25'000 Bäume gut geschützt unter den Hagelnetz. Schafft. Es ist Ende September, Erntezeit. Aktuell wird die Sorte Kanzi abgelesen. Sie gehört zum Tafelobst, das sind Früchte, die direkt zum Essen verkauft werden. Wann ist ein Apfel reif? Wann kann ich ihn nehmen? Genau, ja. Ist ja nicht jeder genommen worden. Nein, jetzt schauen wir vor allem die Intensität. Das ist jetzt ein bisschen matt, oder? Mhm. Und dann haben wir hier immer ganz einen Extremen. Und dann ist das ist die sogenannte Deckfarbe. Mhm. Und dann haben wir hinten noch Grundfarbe. Okay. Aber wir gehen jetzt auf etwa 40% Deckfarbrot, wenn wir haben. Und dann ist er parat. 40% Deckfarbe, das klingt ja schon fast sehr technisch. Okay, also der, weiss nicht, kann ich mich da echt bedienen? Darf ich mal probieren? Ein roter Finch noch ist gut, ja. Nein, der sieht noch nicht gut aus. Da ist eh noch gut. Okay. Der sieht nicht schlecht aus, ich probiere mal. Ja, man hätte es eleganter machen können, aber was meinst du? Er ist mit Stil weggekommen, das ist doch gut. Sehr gut. Was braucht es, damit der Apfel wirklich so gut wird? Ja, es braucht eine gute Kulturführung, mhm, einen gesunden Baum, mhm, und dann den richtigen Erntezeitpunkt. Eine Kulturführung, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, da geht ein bisschen um den Baumschnitt, dass der Baum wieder genug Licht bekommt. Es ist auch der Pflanzenschutz, dass der Baum gesund ist. Pflanzenschutz, eben Pestizide, schon gesagt, braucht es. Für was genau? Was machen die? Ja, es ist vor allem eine Pilzkranke, die im Frühling Einzug hält, dass man dann die Pilzkrankheit bekämpft. Weil wenn man sie nicht bekämpft, gibt es so schwarze Flecken, der Äpfelschorf nennt sich das. Und somit wird dann der Äpfel eben unverkäuflich. Und darum müssen wir unsere Bäume schützen. Mhm. Dann würde ich das jetzt probieren. Ja. Und super knackiger Apfel. Mhm. Damit ein Apfelbaum Früchte trägt, braucht es im Frühling eine erfolgreiche Bestäubung der Blüten. Diese Aufgabe übernehmen meistens Bienen, die Pollen sammeln. Im Gegensatz zu anderen Obstsorten wie Aprikosen oder Zwetschgen sind Apfelbäume Fremdbefruchter. Das heißt, sie brauchen die Pollen einer anderen Apfelsorte, damit eine Frucht heranreifen kann. Ist die Bestäubung erfolgreich abgelaufen, entstehen die Samen des Baums, die Apfelkerne. Das Fruchtfleisch, das rund um die Kerne wächst, ist für den Baum eher Beigemüse, für uns Menschen aber die Hauptsache. Also eine Kiste ist jetzt hier schon komplett fertig, jetzt bleibt aber eine kleine übrig. Was passiert mit denen? Ja genau, das sind die, die man im Laden nicht verkaufen können. Und da geht dann in die Masterei. Und an was wird das festgemacht? Genau, zum Beispiel geht es da manchmal darum, wenn es zu grosse Äpfel sind, zum Beispiel der, weißt du den? Ja, der ist jetzt noch unter der Frost, der wäre gut, oder? Aber mhm, der hat jetzt hier so einen Schaden. Und der, okay, ist absolut genießbar, alles ist top. Nur hat er jetzt hier halt einen Schalenfehler. Wieso kann man die nicht verkaufen? Weil der Konsument die so nicht will kaufen. Er will dann ein einwandfreies Produkt. Wir kennen sie von mir selber auch. Ich suche immer die schönen Äpfel aus, wenn ich ehrlich bin. Also die gehen in die Mosterei und wir gehen jetzt ebenfalls. Ich tue jetzt aber, glaube ich, einen retten, nämlich für mich Kuchen. Wenn ich darf, darf ich einen. Ja, sicher. Und dann rette ich so einen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Mosterei schauen, was mit diesen Äpfeln passiert. Das Arbon in der Mosterei wird das Mostobst aus der Region weiterverarbeitet. Es sind ziemlich viele Äpfel hier. Von Mitte August bis Mitte November laden Bauern ihre Äpfel und Birnen in diesen Silos ab. Vom Baum bis in die Tank oder in die Flasche dauert es höchstens 3 Tage. So schnell und dann ist ein ganzes Pool gefüllt. Riesig!
Das schmeckt so ein bisschen nach Süßmost. Und ich möchte jetzt mal herausfinden, was mit denen eigentlich genau passiert. Gehen wir mal schauen. Im Silokeller zeigt mir Christoph, wie es mit den Äpfeln nach dem Abladen weitergeht. Jetzt siehst du, wie die Äpfel hier vorkommen. Dann kommen aus dem Silo raus und werden nachher mit Wasser hier vorgeschwemmt. Weil Äpfel im Wasser schwimmen, ist es das ideale Transportmittel. So werden sie nicht verletzt und nebenbei schon grob gewaschen. So verschieden wie die Äpfel aussehen, in allen stecken vor allem Wasser und Fruchtzucker drin, aber auch viele Vitamine. Jedes Nahrungsmittel enthält von Natur aus Vitamine. Je frischer ein Nahrungsmittel, umso mehr Vitamine enthält es. 13 sind für uns Menschen lebenswichtig. Die winzig kleinen organischen Verbindungen sorgen dafür, dass in deinem Körper alles rund läuft. Und weil dein Körper die meisten Vitamine nicht selbst herstellen kann, musst du sie immer wieder neu übers Essen aufnehmen. Über den Darm gelangen sie ins Blut, werden überall verteilt und übernehmen ganz unterschiedliche Aufgaben. Vitamin A ist zum Beispiel nötig, damit du gut sehen kannst. Nimmst du zu wenig zu dir, kann es sein, dass du im Dunkeln schlecht siehst. Vitamin D ist wichtig für gesunde Zähne und Knochen. Zu wenig davon kann zu Muskel- und Knochenschmerzen führen. In Gemüse und Obst sind viele Vitamine drin, aber ein Lebensmittel alleine kann nicht alle Vitamine liefern. Wenn du also viele verschiedene Nahrungsmittel isst, dann bekommst du genug Vitamine, damit dein Körper prima funktioniert. Zum Beispiel all diese Vitamine aus dem Apfel. Jetzt aber bloß nicht schälen, denn die meisten Vitamine befinden sich in der Schale oder direkt darunter. Die Äpfel sind in der Zwischenzeit zu einer Masse gemahlen worden, der Maische. Und aus dieser wird hier der Saft ausgepresst. Jetzt ist die Maische ausgepresst, oder? Nach etwa 2 Stunden alles zusammen. Und jetzt geht er dann auf. Und dann siehst du, wie der Rest rausgeht. Wir nehmen etwa 80% Saft raus und 20% bleibt in Form von dem Rest. Und aus dem wird, was macht, entweder verkaufen wir das als Tierfutter, den Bauern wieder, oder wir trocknen es trocknen und verkaufen es auch in der Futtermittelindustrie. Ja. Beilüpfen. Und ist jetzt effektiv das Saft, das vorher aus der Presse ist? Ja, das siehst, der ist richtig trüb, oder? Ja. Hey. Ja. Prost. Gut, tschüss. Wahnsinn. Aber man merkt aus Zürich. Also es ist, ja, das ist recht. Also, ja. Es ist nicht mit dem etwas abzutun, das man im Supermarkt kaufen kann. Nein. Es wird viel aromatischer. Und ja, auch süßer. Ja. Der ist jetzt so frisch. Unter dem Jahr tun wir die Äpfel selbst verarbeiten, zusammenmischen, machen die Schale draus. Sie vergären, filtrieren, sie in Holzfass einlagern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Äpfelschorle kaufen würde, ja. Von wann ist denn der? Das ist vom letzten Jahr. Das ist immer vom letzten genau, Jahr? Okay. Genau. Ich sehe, die füllen das selber abfüllen. Genau, wir alles verpacken, abfüllen, etikettieren. Okay. Also mir öppe für den Kuchen da jetzt schon. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt ziemlich Lust auf eine Schorle bekommen. Darum ist die Pizza im Rennen.